Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier heute auf unserem Kanal, sofort und gleich. So Leute, Epic Games hat uns einen Creator Code gegeben. Ihr könnt ihn eintragen unten rechts im Item Shop, sofort ugleich TTV, dann auf Annehmen drücken. Das unterstützt uns sehr und ihr zahlt keinen einzigen V-Buck drauf, sondern unterstützt uns kostenlos. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. So, und wir gehen heute in den Item Shop vom 27.07.2019. Ja, wir haben Marshmallow. Marshmallows zurück. Haben wir eigentlich damals das Gameplay hochgeladen gehabt da von der Marshmallow Party? Ich glaube schon. Also wenn, dann verlinken wir das auch oben in der Ecke. Da gab es ja diese Marshmallow Party damals, das Live-Event. Ja. Ja. Okay. So, übrigens, ihr seht jetzt hier vorne beim Fischstäbchen. Vier Styles. Es sind vier Styles da zu sehen. Jetzt müssen wir mal kurz einen Moment warten. Oder kann man das hier im... Kann man nicht. So, wir warten mal ganz kurz einen Moment. So, ihr seht jetzt vier Styles. Und das hier ist der World Cup Style. Wir haben keine Ahnung, wie wir den bekommen. Ja, den bekommen eigentlich scheinbar nur Streamer geschenkt von Epic Games, so wie es aussieht. Also bis jetzt haben wir noch nicht herausfinden können, wie man den bekommt. Könnt ihr uns ja mal in die Kommentare wenn schreiben. Wenn ihr es wisst, schreibt es uns doch einfach mal in die Kommentare. So. Okay, dann fangen wir direkt an bei Marshmallow. Ja. Marshmallow reaktive Skin. Für 1500 V-Bucks. Genau. Ja. Was hat er da eigentlich? Sind das Handys da vorne drin? In der Brusttasche. Was ist denn das? Ja, Handy. Handys in der Brusttasche. Okay. Marshmallow. Das Event war mega cool gewesen, muss ich sagen. Und man hat den auch immer mal wieder auf der Map gesehen. Ja. Also es gibt sogar jetzt noch teilweise Leute, die den gespielt haben. War jetzt Ewigkeiten schon nicht mehr im Shop. Und das Ding kriegt von mir 7 von 10. Von mir kriegt es 8 von 10. 4,5 von 5 bei 80 Votes zum ersten Mal am 1. Februar 2019 im Shop gewesen. Zu dem 5 Mal und 87 Reminders. So, wir kommen zum Marsch-Posen. Ja. Wie viel gibt's denn? Dem Ding gebe ich 8 von 10. Ich gebe dem 10 von 10. Finde ich relativ cool. 3,9155 bei 33 Votes zum ersten Mal am 1. Februar 2019 im Shop gewesen. Der eben 5 Mal und 200. Wann war denn das letzte Mal der Marshmallow drin? Guck mal bitte rein, weil das muss Ewigkeiten her gewesen sein. Vor 174 Tagen, ein halbes Jahr ist es ja, genau. Mhm. Ja. Dann, kommen wir zu Mellow Gleiter. Er ist mega. Ich gebe dem 6 von 10. Ich gebe dem 7 von 10. Oder 8. Ja, ich gebe dem 8 von 10. 4,5 von 5 bei 28 Votes zum ersten Mal am 1. Februar 2019 im Shop gewesen. 5 Mal und 18 Reminders. Dann kommen wir zum Fischstäbchen. Denkst du den? Ja, Fischstäbchen brauche ich nicht. Haben wir gestern schon gehabt. Und schon, ja. Also, habe ich gestern schon bewertet. Der World Cup Kämpferin gebe ich 10 von 10. So. Oh, was ist denn das? Oh. Du wurdest wahrscheinlich, für mich gehörst du auch dahin. Liebe Grüße von Washi. Na, was ist das? Für mich gehörst du auch dahin. Wohin gehörst du? Oh. Oh, guck mal, das sieht eigentlich ganz cool aus dahin mit deinem Backpack jetzt, ne? Guck mal. Ja. Und dann? World Cup 2019 gebe ich auch 10 von 10. Stiefelschlange. War die gestern schon? Die war gestern schon drin, ja. Okay. Die gehört jetzt zum Fischstäbchen. So, da gebe ich 5 von 10. Fingerkorallen kriegen 7 von 10. Die sind cool. Dann. Ja, die ganzen Items kann man einfach mal ganz kurz durchklicken. Haben wir ja auch ein längeres Video dazu. Jetzt verlinkt in der oben rechten Ecke. Das finde ich geil, weil ich habe hier diesen Battle Bus, ne? Also diesen OG-Banner. Das sieht geil aus. Guck. Dass da immer dieser Battle Bus-Banner drauf ist. Mal hier. Hier. Und auch auf den Namen. Boah, das ist geil. Ja, finde ich auch. Mit dem Umhang und das da finde ich auch cool, muss ich echt sagen. So, okay. Boah, das brauchen wir ja nicht alles dann anzuklicken. So, Cloaked Shadow. Cloaked Shadow. Ja, gibt's ja jetzt in dieser neuen Version. Nö, ne? In dieser neuen schwarzen Version. Was? Ist schon wieder raus. Ja, ist schon wieder raus, logisch, aber gibt es. Und ja. Ich finde die schwarze Version besser als diese hier. Die hier kriegt von mir 6 von 10. Die andere sieht ziemlich cool aus. Von mir kriegt die Version 7 von 10.
4,0355 bei 74 Votes messbar. Am 28. Dezember 2018 im Shop gewesen. Seitdem viermal und 201 Remind. Saxophonisch. So, dann kommen wir zum Saxophonisch. Mega 10 von 10. Kriegt von mir auch 10 von 10, ja. 4,91 von 5 bei 45 Votes zum ersten Mal am 3. Dezember 2018 im Shop gewesen, seitdem 6 Mal und 199 Reminders. Dann verwirrt, confused. Ewig lang ist schon nicht mehr im Shop gewesen, das Teil. Seit bestimmt knapp einem Jahr ist einer der seltensten Emotes. Seit 337 Tagen. Ja, einer der seltensten Emotes, wenn du so willst. Du hast. Na nee, ich hab gedacht, du hättest den schon gehabt. Ja, ist eigentlich ganz lustig, kriegt von mir 8 von 10. Von mir, ja, 7 von 10. 3,2255 bei 9 Votes zum ersten Mal am 21. April 2018 im Shop gewesen, seitdem 5 Mal und 76 Reminders. Dann kommen wir zum World Cup, Alter. Den kann man heute nochmal verschicken. Kann man den bei dir auch nochmal verschicken? Bei dir habe ich den Quatsch verschicken. Ich guck mal ganz kurz rein. Die Neuheiten Shop. Nein, hey. Ich kann nicht mehr viel. Dann hast du es von dem anderen Account aus gemacht, ne? Ja, hab ich. World Cup Banner haben wir auch schon. Werde ich. Gibt dem 10 von 10, ganz klar. So, dann kommen wir aber auch schon jetzt zu den neuen Items. Unter den Mellow Zermatscher. Die finde ich geil. Ja, das ist natürlich schon cool. Also, ich kann mir vorstellen, dass das Teil als Doppel. Doppelpicke, das ist echt cool ist, ja. Also ja. Kriegt dann von mir auf jeden Fall 9 von 10. Und auch in schwarz finde ich sieht sowieso cooler aus. 9 von 10. 9 von 10. 3,25 von 5 bei 8 Votes und ein Reminder. Dann kommen wir zum zum Polarknut. Polarknut. Zum Pokalknutscher. Ja, und dann sind wir hier beim Pokalknutscher. So. Polarkutscher. Den Polarkutscher, genau. Für 200 V-Bucks das Teil. Mega geil. 10 von 10. 10 von 10 gibst du deinem Ding. Ich finde den auch super cool. Von mir kriegt er auch 10 von 10. Für 200 V-Bucks, Leute, kann man echt nichts sagen. So. Oh. Oh, was ist denn das? Unsere kommenden Siege. Liebe Grüße von Waschi. Für die kommenden Siege. Der Pokalkutscher, der neue. Geil, oder? Ja. Ja, cool, und? Ja, danke gleich. Danke. Ich habe mir das Ding auch geholt und dann können wir uns dann zusammen präsentieren, gell? Ja, erstmal gleich World Cup Skin reinmachen und erstmal, übrigens, hier ist meine Lackierung, mein Spray. Ja, zeig mal, zeig die mal nochmal. So, da. Ja, ist cool. Limitiert. Geil. Vielen Dank an Trimax dafür. Geil. Den mache ich mir auf den Hotkey. Ich habe dafür für solche Emotes habe ich immer so Hotkeys, weißt du? Hier zum Beispiel, hier dran. Okay. Ja, also, ja. So, wie sind denn die Noten dafür? Für den Pokalknutscher. Das ist Kiste Cup und Kiste Cup hat hier ein Voting von. Kiste Cup hat hier ein Voting von what? 2,33 von 5 bei 3 Votes, das und 2 Reminders nur. 2 Reminders nur, okay. Was ist das denn? Also wir finden den auf jeden Fall richtig cool ja, ich freue mich drauf auf einige Matches, wo wir den dann hoffentlich auch auspacken können. Ja Leute, habt ihr euch das auch angeguckt, da diese WM? Ey, das ist so übel, oder? Wie viel kriegt man? Also wenn du hinkommst, kriegst du 50.000 Dollar, ne? Safe. So safe. Wenn du verlierst, ein Match verlierst, also da waren ja 12 Matches gestern. Ja. So, wenn du ein Match verlierst, kriegst du 5.000 pro Match, was du verlierst, ne? Das heißt also, eigentlich bei den 12 Matches sind 60.000. Ja, und das dreimal. Wenn du dich für Duo und Solo zum Beispiel qualifiziert hast. Ja. So, also theoretisch, selbst wenn du alle 12 Matches verloren hast, hast du nochmal 60.000 extra bekommen, ne? Genau. Aber so. Wenn du zum Beispiel, du musst ja nur überlegen, du hast einfach nur dich für Creative zum Beispiel qualifiziert zu haben und dann kriegst du 50.000 Euro safe und dazu noch 60.000 Euro safe, also 110.000 Euro safe. So, und dann, wenn du ein Match gewinnst, kriegst du dafür nochmal 50.000 extra, ne?
Also 55.000, glaube ich, kannst du bekommen, ja, wenn du genau. das Match gewinnst. Ja, genau. So. Und dann diejenigen, die dann noch die meisten Matches gewonnen haben gestern, die haben nochmal 1 Million extra gekriegt. Ja. Alter Vater, warum bist du nicht da? Ja, mein PC war noch nicht auf. War noch nicht auf dem Level. War noch nicht auf dem Level. Nee. Aber ich habe mich gestern so geärgert, ich habe diesen Death Run da gesehen und habe mir gedacht, boah, den hätte er sofort mit Sicherheit ziemlich gut hinbekommen. Aber was ich auf jeden Fall cool fand, diese Modi, die sie da hatten. Und solche Sachen würden wir gerne mit euch dann in Zukunft auch mal in Community-Runden oder sowas aufziehen. Müssen wir uns aber mal mit dem Thema ein bisschen besser beschäftigen, wie man es. Na, es gibt doch schon Prop Hunt Maps. Gibt's das, ja? Es gibt schon unfassbar viele Prop Hunt Maps. Prop Hunt Maps. Echt, ja? Ich kann schon mal reden. Prop Hunt Maps. Okay. Geht doch. Gibt's da, kannst du einfach so rauswählen und dann oder aussuchen und ja, dann. Ganz einfach aussuchen. Ja, cool. Also da solche Sachen wollen wir. Guck mal, in Zukunft das, dafür ist es ja. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mal bitte einen Daumen nach oben, da schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite. Daily Shop News mit dem Herrn sofort und mit mir dem Herrn gleich. Oder nur mit mir. Ja, und Creator Code einlösen, sofort du gleich TTV. Mega geil, danke.